Professor Emeritus am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik der Technischen Universität Wien. Professor Knoflacher ist einer der bekanntesten Kritiker des Automobils und der Irrationalität städtischer Verkehrskonzepte. Sein Ansatz geht davon aus, dass der Mensch als Fußgänger, Radfahrer und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel im Vordergrund der Verkehrsplanung stehen sollte. Herr Knoflacher, in einem Interview haben Sie das Auto einmal mit einem Virus verglichen, das unser Verhalten und unser Wertesystem beeinflusst. Sind wir heute immer noch vom automobilen Virus befallen oder sehen Sie Ansätze eines Paradigmenwechsels? Beides, glaube ich. Der Virusbefall ist ja nach wie vor vorhanden, weil es wurde ja zu wenig gegen diesen Virus getan. Es ist nicht nur ein Vergleich, sondern ein Virus greift ja in das Informations- und Energiesystem einer Zelle ein. Das heißt, die Zelle hat ja früher die DNA des Menschen repliziert und wenn sie den Virus oder das Virus hereingelassen hat, es ist ja ganz winzig und schwach und hat selber keine Energie, dann überzeugt das Virus offensichtlich die Zelle davon, eine Welt für Viren zu bauen, nämlich die RNA für Viren. Und genau das passiert auch mit dem Auto, das heißt, die Menschheit hat über Jahrtausende Städte für Menschen gebaut. Und seitdem das Autovirus die Hirne der Verantwortlichen, es befällt in erster Linie die Politikerhirne und dann die Expertenhirne, besonders an den Universitäten, befällt, dann kommt aus den Hirnen das heraus, was das Virus gerne hätte, nämlich eine Welt für Autos. Und wir bauen seit 50, 60 oder 70 Jahren Städte für Autos und nicht mehr Städte für Menschen. Ja, und zum sozusagen, schon langsam ist man draufgekommen, es nimmt ja die Kinderzahl mit zunehmendem Autobesitz deutlich ab. Dann ist man im Laufe der Zeit darauf gekommen, dass das Auto nicht nur positive Wirkungen hat und die Leute energetisch sehr günstig bedient, sondern dass es auch negative Wirkungen hat. Es bringt Leute um, muss auch Viren machen, und zwar direkt und indirekt, bei Verkehrsunfällen durch die Abgase, durch den Lärm, und zerstört die sozialen Netze und macht damit die Menschen wieder abhängig vom Auto. Das heißt, mit dem Auto ist das, was die Menschen früher in ihrer Nähe hatten, Geschäfte, Handwerk, Sozialkontakte, positive, negative Art, Freizeitaktivitäten verschiedenster Art und so weiter, kaputt gegangen. Überall stehen die Autos herum heute. Und wenn man das braucht, muss man wieder irgendwo hinfahren. Und das hat man natürlich geschickt ausgenutzt. Dort stehen jetzt schon wieder die Kassen von den großen sozusagen Beutegreifern. Damit ist der Mensch sozusagen aus dem Sozialverband herausgenommen worden. Das macht auch die Zelle. In Wirklichkeit ist das eine Art von Krebsentstehung und die Städte wirken sie auch wie Krebsgeschwüre. Man erkennt ja diese Metapher schon sehr früh in der technischen Entwicklung der Stadt, wie sie im 19., 20. Jahrhundert aufgetaucht ist. Das heißt, instinktiv wird das ja eigentlich schon länger beschrieben. Es findet nur tatsächlich auch so statt. Und die Ursache liegt einfach genauso wie in der Zelle und den Viren, dass die plötzlich die Neigung für Viren-RNA entdeckt, weil die einfacher und energetisch vielleicht dazu bauen sind. Das sind kurze RNA-Stücke, die Zelle fühlt sich wahrscheinlich sehr wohl, nur der Organismus geht dabei kaputt. Und der Organismus, nicht nur der Staat geht kaputt, wir wissen ja auch, dass der Organismus insgesamt der Natur kaputt geht. Also wir haben ja Schäden heute bis in die Atmosphäre, denken wir nur an den Klimawandel. Ende Oktober 2010 schafften die Rosa-Luxemburg-Stiftung und die Fraktion Die Linke mit der Konferenz Automobilkrise eine Diskussionsplattform zur Transformation der kapitalistischen Autogesellschaft, ihres Produktions- und Wachstumsmodells sowie Alternativen zu der mit ihr verknüpften Lebensweise. Wie entwickelt sich Ihrer Ansicht nach eine andere, solidarische Mobilität? Wie kommen wir von der Motorisierung der Individualität weg? Also solidarisch bedeutet ja immer, beruht ja auf Sozialbeziehungen. Das heißt, die Stadt ist ja das Ergebnis eines sozialen Prozesses. Nur dadurch, dass ich in der Lage war, meine urtümlichen asozialen, unterbewussten Ambitionen zu unterdrücken, war ich ja in der Lage als Mensch im Laufe der Evolution, mich über die Gruppe und die Familie hinaus mit anderen zu sozialisieren. Das setzt persönliche Nähe und das setzt persönliche Rückkopplung voraus. Wenn diese persönliche Nähe und Rückkopplung, die ja eine Belastung ist, weil Sozialisierung ist ja sozusagen keine freiwillige Tat, ist eine wichtige Geschichte, auf die wir stolz sein müssen, damit wir überhaupt überleben können, damit die fortgesetzt werden kann, brauchen wir wieder Beziehungen zwischen Menschen. Beziehungen zwischen Menschen bedeutet nicht, dass ich nur Beziehungen zwischen den Menschen, die unmittelbar um mich sind, sondern dass ich Beziehungen zwischen den Menschen verschiedener Generationen herstelle.
Allein hier beginnt ja schon die Verfälschung des Begriffes der Familie, die heute reduziert ist auf eine Person mit einem Kind eventuell. In Wirklichkeit ist eine Familie mindestens über 3 Generationen zu betrachten, weil das hat in der Geschichte der Menschheit immer so funktioniert, dass sozusagen die erste Generation die dritte im Wesentlichen gepflegt und auch behandelt hat, und von der konnte man auch sehr viel lernen. Dadurch entstand eine gewisse Stabilität. Wenn man die aufspaltet, dann kann man die Leute natürlich wunderbar manipulieren, und mit dem Auto kann man sie ja total isolieren. Das heißt, es ist ja viel leichter geworden, heute mit dem Auto zu leben, als mit einer Familie. Ist eine klare Geschichte, sieht man ja auch, und man kann auch das Gegenteil beweisen. Das heißt, die Frage, wie kann man diese Geschichte wieder in Ordnung bringen, wird ja auch praktisch heute schon gemacht und kann bewiesen werden. Früher sind ja die Familien, junge Familien mit Kindern in der Regel aufs Land gezogen. Das ist ja heute eines der Probleme, die sind in der Zwischenzeit alt geworden, sind draufgekommen, dort gibt es keine Apotheke, keinen Arzt, und die ziehen wieder in die Stadt. Meine Erfahrung ist, nachdem ich das Glück hatte, mit vielen verantwortlichen Politikern auch große Teile der Stadt zu Fußgängerzonen zu machen, dass in dem Augenblick, wo die Stadt wieder menschlich wird, das ist ja bei den historischen Städten nicht so schwierig, beginnt sie sofort wieder zu leben und wird sehr attraktiv wieder für Familien auch mit Kindern dorthin zu ziehen, weil dort ist eben alles, was die Kinder brauchen. Sozialkontakte, Schulen, Freunde, Unterhaltungsmöglichkeiten und dergleichen, weil der Platz dann wieder freigemacht worden ist für die menschlichen Aktivitäten, für die er eigentlich vorgesehen ist. Also der Weg geht ja meiner Ansicht nach, weder energetisch noch umweltmäßig, auf einer anderen Schiene weiter. Das ist keine Feindschaft gegen das Auto, sondern man muss das Auto auf jenen Teil begrenzen, wo es tatsächlich eine sinnvolle Funktion erfüllt. Das Auto ist eine Bewegungsprothese, also es ist ein wunderbares Mittel für Menschen, die Bewegungsprobleme haben, um ihre Mobilitätseinschränkung zu kompensieren. Das Auto ist auch in einem gewissen Maß mit einer vernünftigen Antriebsform durchaus brauchbar im lokalen Bereich als Zubringersystem zum öffentlichen Verkehr, der ein soziales Verkehrsmittel ist, was ja in der Zwischenzeit ja auch nicht mehr ist, weil man hat ja auch die Eisenbahnen, die Sitze in den Eisenbahnen so angeordnet wie in einem Autobus. Früher waren die Sitze so, dass man einander gegenüber saß mit genügend Platz. Das heißt, die Leute haben ja früher noch miteinander geredet, heute sitzen sie so wie im Auto. Sehr häufig, man sollte beides machen, weil der öffentliche Raum, wenn er gut organisiert ist, muss sowohl Rückzugsraum sein, als auch ein Kontaktraum, würde ich sagen, für informelle Kontakte. Und informelle Kontakte sind meiner Ansicht nach der Leim, aus dem soziale Systeme entstehen. Und die entstehen halt im Allgemeinen über die alten Leute und über die Kinder. Also das sind ganz wichtige Ingredienzien, um wieder zu einer sozialen Entwicklung zurückzufinden. Die Maschine hat dadurch, dass Erdöl und überhaupt Energie derzeit noch so billig ist, diese Sachen zerstört ganz einfach und hat uns leider in eine sehr asoziale Position gebracht diesbezüglich, weil jemand, der im Auto sitzt, ist grundsätzlich asozial zu anderen. Er nimmt ihnen den Platz weg, er nimmt ihnen die gesunde Luft weg, er nimmt ihnen den ruhigen Schlaf weg. Und das wird akzeptiert. Das zeigt ja, wie tief das Auto in uns sitzt. Wenn Sie das machen, wenn ein Alkoholiker in der Nacht randaliert, gilt das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Dabei, sein Lärmpegel ist ja viel geringer als der eines Autos. Oder würde ich in einem Raum auftauchen und hier mit kanzerogenen und mutagenen, also krebserregenden und dermaßen veränderten Stoffen herumsprühen, würde jeder sagen, ich bin ein Krimineller. Würde ich mich ins Auto setzen, dann geht das Millionenfache hinten beim Auspuff wieder aus und sagen, oh, der fährt auch mit dem Auto. Also das sind ja so diese typischen Werteverschiebungen, die dadurch entstanden sind, dass das Auto in unsere alte Schicht der Energieverrechnung im Hypothalamus eingedrungen ist, wo es eben diese Virusfunktionen ausübt. Ja, und zum Umweltaspekt kommen wir jetzt. Zurzeit boomen ja Konzepte und Visionen, weniger aber die Realisierung für Elektroautos. E-Mobilität gilt als nachhaltig und zukunftsfähig. Wie sehen Sie diesen Trend? Wer wird davon profitieren und wer nicht? Also dieser Trend E-Mobilität, den unterstütze ich absolut, nur verstehe ich etwas völlig anderes darunter. E-Mobilität ist sozusagen Mobilität mit elektrischer Energie, und dazu gehört in erster Linie die geistige Energie. Denn alles, was wir hier sprechen, beruht auf E-Mobilität. Und auch der Transfer von Nachrichten, aber nicht das Auto. Das heißt, der Ersatz einer absurden Energievergeudungsform für in einer zwar individuell lustigen, aber sozial und gesellschaftlich und ökologisch unverantwortbaren Art und Weise, ob der jetzt direkt aus dem Erdöl oder indirekt über das Erdöl oder über andere Energiequellen gespeist wird, halte ich für absolut unverantwortlich. Das Elektroauto
löst weder die Lärmprobleme, weil Lärm kommt vom Rollgeräusch, hauptsächlich bei höheren Geschwindigkeiten. Das Elektroauto löst weder die Sicherheitsprobleme, ganz im Gegenteil, wenn es besonders leise daherkommt, besteht die Gefahr, dass man es überhört, noch viel mehr als bei einem lauten Auto. Und damit auch nicht den enormen Verschleiß an Ressourcen anderer Art. Autos, und das wird ja immer wieder übersehen, werden ja nicht geboren, sondern Autos werden erzeugt. Und ein Elektroauto, das tatsächlich ein Elektroauto sein soll, muss ja leicht sein. Er hat aber nach wie vor das Problem der geringen Energiedichte bei den Batterien, ist bis heute nicht gelöst, wird auch in Zukunft wahrscheinlich ein großes Problem werden, und verstellt den Platz. Das heißt, es ist nach wie vor asozial, auch wenn es elektrisch ist. Auch diese Form großer Kästen mit Elektroantrieb herumrollen zu lassen, ist asozial. Das ändert nichts daran, dass es vielleicht in Bezug auf, wenn es gelingt, direkt lokal, damit meine ich nicht die zentrale Versorgung, elektrischen Strom zu erzeugen, wie wir es ja heute ohne Weiteres auf jedem Dach machen können, und damit ein Auto antreiben, ändert das nichts an den Fakten, dass wir nicht den Platz dafür haben. Der ist viel zu schade, den Platz kann man klüger nützen, dass es nach wie vor die lokalen Wirtschaftsstrukturen zerstört und dass es nicht arbeitsplatzschaffend ist, nämlich nicht im Sinne von Beschäftigung und dafür ein Geld zu bekommen, sondern arbeitsplatzschaffend im Sinne von Zufriedenheit mit dem, was man macht. Und dass man stolz ist mit dem, was man geleistet hat und dass man die Arbeit nicht als Belastung empfindet, für die man entlohnt wird, sondern dass man es gerne macht. Ich glaube, das ist eine wichtige Geschichte, die einfach aus dem Fokus verloren wurde, weil Arbeit heute nur mehr in dem Sinn betrachtet wird, dass man möglichst viel Kapital akkumuliert, das von denen natürlich geschätzt wird, die da partizipieren, direkt oder indirekt, indem man es wieder in einen Kreislauf einbringt, wo die noch zwei-, dreimal Kapital abschneiden können. Also Arbeit sollte eigentlich in erster Linie befriedigend sein und nicht am Geld gemessen werden können. Natürlich braucht man so viel Geld, dass man die Subsistenz und auch einiges darüber hinaus sich leisten kann, aber das andere muss Zufriedenheit sein. Noch eine Frage. Der aktuelle Workshop heute in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu Perspektiven von Transportkonzepten und Mobilität in Indien zeigt deutlich, wie autofixierte Verkehrsplanung von Schwellenländern zunehmend übernommen wird. Welche Anreize sollten geschaffen werden, um nicht in dieselbe Transportfalle wie die Industrieländer zu tappen? Welche Akteure sind gefordert, um den Menschen wieder ins Zentrum von Mobilitätskonzepten zu stellen? Also ich glaube, diese Länder, von denen heute, also heute war Indien als Thema, aber es ist ein sehr beispielhaftes Land, doch organisatorisch wesentlich unterschiedlich von China, weil China nach wie vor trotz aller Liberalisierung eine ganz klare, straffe, zentralisierte Kontrolle durch die Kommunistische Partei hat und damit die Auswüchse im Griff hat, die dort entstehen könnten, obwohl sie auch trotzdem entstehen. Das ist in Indien nicht. In Indien besteht eine große Gefahr, weil die technischen Verkehrssysteme nicht demokratiefreundlich sind, sondern sehr leicht missbraucht werden können von undemokratischen Mächten. Wir haben ja heute undemokratische Strukturen, die weit stärker sind als die Staaten, das sind die internationalen Konzerne, und die brauchen für die Umsetzung ihrer Aktivitäten selbstverständlich den Zugriff auf die Ressourcen, aus denen sie sozusagen ihr Wachstum versuchen zu entwickeln. Also insofern ist in Indien die Problematik sehr stark. Dabei spielt die Weltbank eine ganz entscheidende Rolle, weil sie vergibt erstens Kredite für die falschen Infrastrukturen, die dort gemacht werden sollen oder beziehungsweise gemacht werden, nämlich Fahrbahnen oder Autobahnen. Und gleichzeitig, und das habe ich erlebt, ist ja erschütternd, Indien hat ja zum Teil Baumbestände entlang der Straßen aus ihrer alten Straßenkultur. Eine Straße ist ein öffentlicher Raum, der von allen unter gleichen Bedingungen benutzt werden kann. Mit wunderbaren 200 Jahre alten Baumbeständen, die werden dort rücksichtslos abgeholzt und dann wird eine Autobahn hingesetzt, auf der eigentlich nur mehr entweder die Konzernfahrzeuge fahren oder einige wenige Privilegierte. Und damit wird das Land zerschnitten. Das heißt, Indien hat ja auch eine fantastische alte Metallbearbeitung. Also würde die Eisenbahn zu Indien viel besser, weil sie auch sozialer ist, dazu passen. Ich habe in Indien erlebt, dass Dörfer abgeschnitten sind eigentlich vom Wirtschaftskreislauf, obwohl daneben Eisenbahnen gebaut werden, weil einfach keine Bahnhöfe dazu gebaut werden. Das heißt, Indien hätte eine Riesenchance, würde es das Geld, das derzeit in den Fahrbahnbau fließt, in die Eisenbahn stecken, und zwar die Eisenbahn als Flächenverkehrsmittel, nicht nur die Hochgeschwindigkeits- und Hauptstrecken, sondern als Fläche. Dann könnte es
zukunftsorientiert das machen, was wir in Europa mühsam in vielen Bereichen und sehr teuer versuchen, und zwar mit Erfolg versuchen, nämlich die Eisenbahn zu revitalisieren. Und Indien mit sehr vielen Bahnhöfen ausstatten, mit einer guten Zugänglichkeit, bei den Bahnhöfen entweder mit den Fahrrädern und Rikschas oder mit lokalen Verkehrssystemen. Da eignen sich dann verschiedene Formen lokaler Verkehrssysteme und die Inder sind diesbezüglich absolut innovativ. Sie sind ja auch im Autobaubereich so innovativ geworden, bis man über Korruption und ausländische Einflüsse versucht hat, diese Autogeschichte abzudrehen. Gut, Tata baut heute in der Zwischenzeit auch schon sehr viele Autos und wird sie wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit exportieren. Aber wichtig ist, dass man sich gegen die Interessen dieser Konzerne durchsetzt, weil die Konzerne haben ja nicht langfristige Interessen an Indien, sondern sie haben kurzfristige Interessen. Die Shareholder müssen befriedigt werden und das geht halt im Vierteljahresrhythmus am besten. Während eine Verkehrsinfrastruktur auf mindestens 100 Jahre zu verantworten ist. Und wenn ich eine Verkehrsinfrastruktur auf 100 Jahre verantworte, darf ich heute nicht einen Cent oder eine Rupie mehr in Autobahnen stecken. Also wen sehen Sie hier insbesondere in der Pflicht? Also in der Pflicht ist in erster Linie die indische Regierung, selbstverständlich, und die meiner Ansicht nach auch die Weltbank. Und da die Weltbank ja ein sozusagen Konsortium der gesamten Staaten ist, sollen die sich über die Weltbank auch in der Form organisieren, dass sie nicht versuchen, diese Länder zur Beute zu machen, zu ihrer eigenen Beute zu machen, sondern ihnen die Chance geben, was sie selber nicht zusammenbringen, Verkehrssysteme für die Zukunft zu entwickeln. Das wäre meiner Ansicht nach eine sehr schöne Geschichte. Wenn die Inder clever sind, dann würden sie selber diese Geschichte verstehen und sie würden sich auch aus dem befreien, in das sie geraten sind, weil denken wir 200 Jahre zurück, da war Indien, China und auch andere Länder mindestens genauso reich wie wir unter den Amerikanern damals. Damals war das Einkommensunterschied nicht so groß. Und das ist nur wieder herstellbar auf den Füßen, indem man überall wieder so weit wie möglich zu Fuß geht. Intelligent das Fahrrad benutzt, das ist intelligente Elektromobilität, und den öffentlichen Verkehr für die Wirtschaftssysteme der Zukunft, nicht für die von heute, das sind ja die Wirtschaftssysteme eigentlich des 19. Jahrhunderts, die wir mit uns noch herumschleppen, mit der schweren Industrie und dergleichen, und wir faseln immer herum von der Informationsgesellschaft und bauen eine Infrastruktur, die eigentlich ins 19. Jahrhundert passt und nicht einmal dort. Also das wäre dringend notwendig und da könnte man natürlich in Indien einen sozusagen überspringen die Fehlentwicklungen, die bei uns waren, weil Indien ist derzeit in Bezug auf das Mobilitätssystem in vielen Bereichen viel besser aufgestellt als wir. Sie haben viele Fußgängerzonen, sie haben noch starken, also Zonen, die eigentlich primär von Fußgängern benutzt werden, wo das Auto natürlich katastrophale Wirkungen hat. Die Indien haben einen sehr starken Radverkehr. Die Inder haben das Fahrrad-Rikscha, also ist ja nicht das Rikscha, das gezogen wird, sondern ein Fahrrad. Ich war selber individuell habe ich das abgelehnt, weil ich glaubte, es hat mir einfach gestört, dass ein Mensch für mich arbeitet, damit ich mich bewege. Ich bin aber dann draufgekommen, in Delhi allein lebt eine 500.000 Menschen, meistens Analphabeten davon, dass man eben Fahrrad-Rikschas benutzt. Erstens. Und zweitens, ich nehme immer ein Öl mit, weil die haben die Ketten so schlecht geschmiert. Und versuche dann, die Fahrrad-Rikschas, die ich benutze, die Ketten zu schmieren, dann schenke ich das Öl den Fahrrad-Rikscha-Fahrern. Aber diese Rikscha-Fahrer haben eine sehr gute Technik. Sie ziehen, sie sind nicht so blöd wie wir, dass sie am Sattel sitzen. Sondern die gehen einfach auf dem Rikscha, die stehen drauf und damit ist das genauso, wie wenn man geht. Und der verdient sich noch etwas dazu und seine Familie kann dabei erhalten werden. Das heißt, ich habe dann eigentlich meine persönliche und auch gefühlsmäßige Aversion gegen die Rikschas abgelehnt und benutze sie so oft es geht. Logischerweise ist ein ganz tolles Verkehrsmittel, sozial super, wenn man sieht, dass die hinten 10, 15 Kinder, die lachen und sie unterhalten drauf haben. Wenn Sie unsere Kinder anschauen, die mit dem Auto mit fadem Gesicht in die Schule oder in den Kindergarten geführt werden, dann sieht man, was denen alles entgeht. Hermann Knoflacher, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne.